Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Nachdem wir die nicht vorhandene Belohnung bekommen haben für die vier Squad Battles, also dafür schon, aber halt nicht für die abgeschlossenen Wochenaufgaben, spielen wir jetzt wieder Liga. Das macht mehr Spaß, das bringt mehr Laune, das hat mehr Sinn. Hab mir immer noch keine Verträge gekauft, fällt mir gerade ein. Und ich glaube, das muss ich jetzt machen, weil es wahrscheinlich nicht reichen wird, die Vertrags. Karten. Sei denn, ich regel das erstmal, indem ich die Leute auf die Bank, auf die Reserve setze, die keine Verträge haben. Das geht ja auch. So. Dann können wir nämlich erstmal zwei Spiele mit der Bundesliga machen. So, was haben die gekostet? 1000. Okay, Hector hätte ich mit einem Vertrag verkaufen können, ich Trottel. Mal gucken, ob. Also, wenn Hector jetzt immer noch für 1000 da ist, dann kann ich ihn mir trotzdem kaufen, weil dann gebe ich jetzt einfach dem Hector hier einen Bronzevertrag und setze ihn mit einem Vertrag wieder auf die Liste. Falls er noch so preiswert ist. Zumindest nicht für 1000. Auch nicht für 1200. Was kostet er denn? 1,4, 1,5, 1,4. Schauen wir mal, ob es einen mit vielen Verträgen gibt. Dann wäre es immer noch preiswerter, ihn zu holen. Zumal ich ja meinen jetzigen Hector auch dann für 1,3 oder so verkaufen kann, logischerweise. Ja, geht ganz raus. Jetzt ist wieder 1,5 gespeichert. Oh mein Gott. Ja, soll eigentlich trotzdem preiswerter sein, ihn jetzt sich nochmal zu kaufen, denke ich. 1,4. Mit neuen Verträgen sehe ich ihn da einmal. Gibt's ihn wieder 100 Mal für 1,4? Gibt's ihn nicht einmal mit. Gut, gut, wenn es ihn jetzt für 1,4 mit neuen Verträgen gibt, dann. 950, 950, 950, 950! Oh! Mein Gott, was war das denn bitte für ein Schnapper wieder? Ich habe auch ein Glück, das gibt's überhaupt nicht. 23 Verträge, ach du Gottel. Eieiei, mit 23 Verträgen, meine Freunde, mit 23 Verträgen für 950. Da hat aber jemand gar nicht aufgepasst auf dem Transfermarkt. Na, das ist natürlich richtig geil. Jap, den ersetzen wir und das auf die Transferliste. Ach nee, ich muss ihm ja erstmal den Bronzevertrag geben. Ach, verdammt, naja, das mache ich dann andermal. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, die aktive Mannschaft. Geil, geil, geil. Das ist aber einfach mal mega geil. Sehr schön. Schade nur, dass ich nicht dran gedacht habe, zu gucken, was er gekostet hat, der Hector, bevor ich dieses letzte Spiel mit ihm gemacht habe, weil dann hätte ich ihn schon mit einem Vertrag verkaufen können, aber egal, es passt schon. So. Schauen wir mal, wie ich mich jetzt wieder gegen diese Gegner schlage. Ich meine, nachdem ich ja doch mich qualifiziert habe für die Weekend League und die Gegner definitiv schwieriger waren in dem Qualifikationsturnier, hat nur noch 90 Fitness. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Habe ich eine kleine Fitnesskarte? Ja. Nachdem die Gegner ja in dem Quali-Turnier doch gefühlt deutlich schwieriger waren als die hier in der Liga. Oh, und es war sogar eine Aufgabe. Bin ich ja mal gespannt und hoffe, dass die Gegner jetzt auch ja wieder leichter sind und wir erstmal ein paar einfache Siege einfahren können. Wie gesagt, wir brauchen jetzt noch fünf, nee, Moment, wie viel waren's? 7 Punkte, also 2 Siege, ein Unentschieden für den Titel. Das sind wieder 3000 Coins. Wenn wir das in drei Spielen meistern, pro Spiel, wenn wir gewinnen, bekommen wir so circa 1500 Coins. Da sind wir dann bei 6000, bei 7500 Coins nach 3 Spielen, wenn es perfekt läuft. Ach nee, Quatsch. Ja doch, wenn es perfekt läuft, nach 3 Spielen sind wir bei 7500, nee, Moment. Wir bekommen 3500 pro Spiel. 3 Spiele sind 4, nee, hä? Moment, bin ich dumm? 1500, das Doppelte sind 3000, das Dreifache sind 4500 plus 3000 Coins.
Titel, da sind wir bei 7500. Doch, das stimmt schon. Da habe ich mich selber verwirrt, obwohl ich es richtig hatte. Oh, Bundesliga, das erste Mal Bundesliga, also ein richtiges Bundesliga-Team als Gegner. Und er hat auch direkt meine Info. Und Forsberg als ZOM, auch Hector. Und er hat Willi Orban in der Innenverteidigung, der ist super langsam. Und auch Kimmich als Rechtsverteidiger auch langsam. Und Bernard ist auch nicht der schnellste Linksverteidiger. Also der, für den ist Pace nicht so wichtig. Wen hat er am Tor gehabt? Baumann. So, jetzt aber Konzentration. Komm schon. Gegen FC Häcksel. Er hat diesen Maximilian Philipp hat er als zweiten Stürmer gehabt. Wer war der andere Stürmer? Ich habe wieder nicht auf alles achten können. Schade. Doppelt schade. Das war kein guter Pass. Glücklicherweise für uns. Gnabry läuft uns einfach mal ab. Was macht denn überhaupt Gnabry da hinten? Ist das nicht ein Stürmer? Ah ne, ich glaube, da ist linker. Also ich glaube, da ist LM. Komm! Oh! Guckt euch mal die Elf an. Wer ist das? Hintep. Der Ball liegt komplett frei. Hintep macht gar nichts. Okay, Gegner hat bisher aber nicht so schlecht verteidigt. Muss ich sagen. Formation nervt auch ziemlich, muss ich sagen. Also ich habe ja keine geilen Anspielstationen bisher. Und auch meistens mit eher zwei Spielern. Oh fuck, ich dachte, ich kann ihn durchstecken. Auf den Ballführer drauf. Schön gemacht. Ich glaube, Ginter war es. Das war, glaube ich, sogar eine CPU-Attacke, ein CPU-Tackling. Hat er mal einen leichten Stellungsfehler drin. Oh, krasser Kopfball von Urigi. Aber auch unglaublich krass gehalten von Baumann. Sehen wir das nochmal in der Wiederholung. Sehr geiler Kopfball in die kurze Ecke. Ich denke, wenn er ihn versucht höher zu köpfen, also ins obere Eck rein, dann wird es schwieriger für Baumann. Aber eigentlich ist es auch so schwer, dann nochmal runterzukommen. Krass. So, jetzt versuche ich wieder. Jetzt haben wir ja auch Ginter, das ist auch ziemlich Kopfballstark. Nicht ganz so sehr aufzuziehen. Und da haben wir auch direkt Ginter, da wäre auch rein. Nice. Gute Taten von Baumann. Ja, kommt nicht so gut. Da haben wir immer noch. Ich sehe ihn nicht. Wo ist der Ball? Hatten wir immer noch Ginter am Ball, der immer noch von mit rumgerannt ist. Sehr gut mit Info im Ginter gemacht, aber da hat man auch ein ganz klein wenig Glück, hätte auch anders ausgehen können, denke ich. So ein bisschen Tempo aufnehmen mit Hintep. Schade. Oh, Arangis, hätte doch den Ball fast nochmal bekommen. Gut abgelaufen mit Bender, oder nicht abgelaufen, sondern in den Passweg gestellt, gut antizipiert, das war das Wort. Das war schön getribbelt und dann fehlt Arangis die Physis, um da sich zu behaupten. Och man, genau das wollte ich abfangen.
Ah, wenn ich ihn da durchgesteckt bekomme auf Arrakis, wird's gefährlich. Schön von Bender. Sehe ja schon Vorteile bei mir, auf jeden Fall, aber wir führen halt noch nicht. Da habe ich zu lange geeiert. Ah, der Ballverlust könnte teuer werden. Er ist zum Glück nicht teuer geworden, weil er sich dann ziemlich verrannt hat. Da waren auch 100 Spieler von mir. Wurde es Zeit, dass der Ball mal zu mir wieder ging. So, jetzt hat Traoré mal Platz und kann die Pace gut mitnehmen. Schade. Hat auch versucht, mit links zu flanken. Das gefällt mir, weil das ist sein starker Fuß. Oh, zu weit raus. Ah, Baumann kann noch fausten. Sehr gut. Oh nein, es war doch kein Stürmerfall. Was ist denn jetzt wieder passiert? Oh, das hat er gut gemacht. Fortweg ist aber nicht so schnell. Hat dann hier auch Probleme, als er den Ball stoppt. Ich bin so blöd. Bin ich dumm? Ich bin dumm. Ja, ich bin dumm. Sag's ruhig. So ein sinnloser Scheißpass. Genau wie der hätte niemals ankommen dürfen, der Pass. Richtig lucky. Was hat eigentlich Baumann für eine Bewertung? Ist es ein 82er? Torhüter oder ist es ein 83er? Ich bin mir gerade unsicher. Bin nicht ganz zufrieden. Ich denke, da war mehr drin. Habe auch ein paar sinnlose Fehler gemacht. Gegner hat immer 0-mal geschossen. Das ist irgendwie komisch, dass ich jetzt schon zum dritten oder vierten Mal es geschafft habe, einen Gegner in einer Hälfte zu 0 Schüssen zu bekommen. Ich hoffe mal, es bleibt so. Aber ich glaube, das eine Mal habe ich dann sogar noch verloren gegen den einen, der in der ersten Hälfte 0 Schüsse hatte. Ja, er hatte zumindest schon mal den ersten Schuss gebracht. Hätte vielleicht versuchen sollen, ins lange Eck zu schießen. Vielleicht hat er es auch versucht. Sommer hält fest, sehr schön. Riskanter Pass. Schade, war nicht eine gute Position. Arangis hat sich verletzt. Ich weiß nicht, ob es in FIFA 18 so ist, dass wenn das Verletzungssymbol da ist, die auf jeden Fall verletzt sind nach der Partie. In FIFA 17 war es ja so, da konnte es auch sein, dass die Verletzung dann nicht mehr da war, wenn die Partie vorbei ist, weil er, keine Ahnung, sich erholt hat oder so. Mit Ginter will ich eigentlich nicht abschließen. Hector's Linksfuß. Ja, mit Ginter wollte ich eigentlich nicht abschließen, aber ich glaube, er hat sogar eine gute Schusskraft, Ginter. Und es hat sich einfach da jetzt angeboten. Gerade bei solchen Situationen nach Ecken, wenn dann noch so extrem viel los ist im Strafraum des Gegners, dann macht es dann auch keinen Sinn, sich zu versuchen, da irgendwie krass durchzukombinieren. Das klappt meistens nicht. Und das war einfach ein super Idiotenpass schon wieder, die ich leider zu häufig mache. Zum Glück, danke Sommer, danke, danke, danke. Das wäre ärgerlich geworden. Macht eine gute Partie auf jeden Fall. Zweite, den er gefischt hat. Oh, gerade
gerade jetzt wollte ich die Schusstäuschung einsetzen. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich Platz. Sind auch vorbei. Oh, krasses Tor von Origi. Krasses Tor von Origi, aber auch wieder gut über außen durchgesetzt mit Hintep. Bisschen Glück, dass der Pass ankommt. Und dann ins lange Eck. Genau im richtigen Moment gepasst. Und ja, Origi ist wirklich ein sehr guter Stürmer. Also bisher macht er wirklich sein Zeug sehr gut. Sehr gut, 1-0. Oh, da war so viel Platz. Aus der Drehung, da waren noch zwei Mann dran. Natürlich dann auch ein Spiel. Selbst in FIFA 8 sind das dann glücklicherweise die schwierigeren Abschlüsse. Schade. Da haben wir Glück, dass das funktioniert und... Oh, da geht vorbei. War das schon wieder Ginter? Das ist Ginter, ich konnte nicht erkennen. Das Gesicht war jetzt nicht eindeutig erkennbar. Wer ist denn das? Ich weiß auch nicht, welche Nummer der hat, ehrlich gesagt. Der war doch gar nicht so schlecht eigentlich. Schön gemacht mit Weiser, auf nichts eingelassen. Spielt jetzt auch ein Tick hektischer, würde ich sagen. Traoré ist schwierig, sich für Traoré gegen Brooks durchzusetzen. Traoré hat so schon keinen Körper und Brooks dann auch noch ziemlich groß. Oh, das hat er gut getribbelt. Ich glaube, Hintep hat nicht viel Ausdauer. Kann es sein? Mir ist ein paar Mal aufgefallen, dass der relativ schnell platt ist. Schade. Hätte ein Tor werden können, wenn er nicht geblockt worden wäre, der Schuss. Auch keine merkwürdige, kein merkwürdiger Elfmeter oder sowas, zum Glück. Oh, ich sehe gerade, ich habe mich auf defensiv gestellt und wir haben schon die 88. Man ist wirklich viel konzentrierter als in FIFA 18, also ich zumindest. Wodurch ich dann auch, oh, dann sollte der Ball nicht gehen, viel weniger auf die Zeit achte. Also jetzt noch ein 1-0 ist, denke ich, auch ein Ergebnis, das eher selten vorkommt. Also generell zu 0 und dann nur ein Tor gemacht. Das denke ich eher selten. Jetzt noch ein Unentschieden wäre halt echt bitter. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe hier Tee stehen. Den habe ich komplett vergessen. Das ist jetzt kalt. Oh, fuck. Ich trinke mal einen Schluck. Ich werde mir dann nochmal eine Mikrowelle stellen.
Wie bitter das Leben früher gewesen sein muss, wo man keine Mikrowelle hatte, oder? Man hat sich einen Tee gemacht, vergisst ihn vielleicht, er wird kalt und bums aus Nikolaus. Man hat keine Mikrowelle, um ihn schnell innerhalb von ein paar Sekunden wieder heiß zu machen. Entweder stellt man den auf den Herd, am besten hat man noch nicht mal einen elektrischen Herd, sondern hat noch mit Feuer unter der Herdplatte geheizt. Also, wir leben schon in einer guten Zeit, Freunde, wir leben in einer guten Zeit. Und damals hat man ja auch kein FIFA 18 gehabt. Man hat damals vielleicht noch gar kein FIFA gehabt, als es keine Mikrowelle gab. So, Vorlagen. Tab. Okay. Das sage ich auch. 1500 Coins bekommen wir ungefähr, wenn wir gewinnen. Je nachdem, wenn wir natürlich viele Tore schießen, bekommen wir mehr. 3-0, noch keine Niederlage in der Saison. Noch generell noch keinen Punkt abgegeben in der Saison. Dreimal in Folge gewonnen. Jetzt haben wir auch eine Saisonstatistik von 7 zu 3. Also was Siege zu Niederlagen angeht und nur ein Unentschieden. Das kann sich doch schon sehen lassen. Aber ich merke auch definitiv, dass ich schon besser spiele. Vor allem habe ich auch meinen Abschluss etwas verbessert. Aufgabe gemeistert, schnittig. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ach komm, wir holen die Belohnung ab, bevor ich es vergesse. Ich meine, vergessen kann man es nicht, weil ich glaube, die verfallen nicht. Oh, drei Belohnungen. Einsteigeraufgaben. Was denn jetzt? Ach so, hier geht's ja weiter. Verbesserung der Fitness. Passe den Vereinsnamen an. Dein Verein, dein Name. Gib einem Ultimate Team Verein einen individuellen Namen samt Abkürzung. +83 Leihspielerset. Also wenn in Bundesliga oder Calcio A-Spieler drin ist, gerne. Keita! Nein, ach nee, es ist Rotz, wisst ihr wieso? Weil es ist ein ZM und der hat keine guten Sechserwerte. Also er hat nur 62 Defense. Das wäre ein Spieler, den man als ZOM testen könnte. Aber momentan habe ich da Infomerangis und ich glaube nicht, dass da Caitlyn so viel geiler ist als ZOM. Den werde ich also zumindest momentan nicht verwenden können. Ist zwar eigentlich, ich habe mich auf den ersten Moment gefreut, weil ich dachte, den kannst du ja geil als Sechser nehmen, aber nee, das macht ja gar keinen Sinn. So, dann die Tagesaufgaben, weiße Online-Weste. 800 Münzen, nice. Teamfitness, okay. Was hat man denn dafür gebraucht für Schnittig? Erziele mit einem beliebigen Spieler ein Tor per angeschnittenen Schuss. Ich habe keinen Schuss angeschnitten, das heißt, der Spieler hat selber angeschnitten. Also ich habe nicht die Einschneiden-Taste gedrückt. Spanien-Vorlage, kaufe einen Stürmer, Vertragssituation. Hab ich schon. So, Moment mal, die Einsteigeraufgaben, was kann ich denn da noch so machen? Ach, wir machen erstmal noch ein Spiel und wenn ich dran denke, was ich bestimmt wieder vergesse, aber wenn ich dran denke nach dem Spiel, dann schauen wir uns noch mal kurz die Aufgaben an, weil jetzt zum Beispiel, ich benenne den Verein, das kann ich sofort machen, dabei brauche ich nichts anderes machen, da kann ich mir direkt die Belohnung abholen, deswegen. Arangis hat sich verletzt, aber ich muss doch zwei Spiele mit der. Es ist echt krass. Also zumindest momentan habe ich das Gefühl, dass wieder viel mehr Verletzungen sind als in FIFA 17. Wobei in FIFA 17 gab es ja auch schon einige Verletzungen. Er könnte jetzt zum Beispiel Keita hinstellen, aber da ist halt momentan nur ein ZM und es ist natürlich total bescheuert, einen Leihspieler eine Positionswechselkarte zu geben, die Geld kostet. Deswegen. Jetzt haben wir aber echt ein Problem, weil. Ich kann auch nicht einfach mit der Calcio A ein Spiel machen, weil ich habe nicht genügend Verträge, oder? Fünf Verträge? Ach ja, was machen wir denn mit Valero? Was hat der Torhüter gekostet? 1000. Ich bin so blöd. Ich bin echt ein bisschen dumm. Lass mich mal kurz überlegen. Perrin können wir einfach neu kaufen, glaube ich. Da brauchen wir. Das heißt, ihm geben wir jetzt einen Bronzevertrag. So. Der geht auf die Transferliste. Perrin kaufen wir also neu. Den können wir nicht neu kaufen. Und er wird auch noch ein bisschen bei uns bleiben. Deswegen bekommt er einen Goldvertrag. So. Valero wird bald ersetzt. Aber ich muss wahrscheinlich mit Valero noch die Weekend League spielen. Ich will noch mal kurz schauen, wie viel der Inform ZOM momentan kostet, ob da schon im Preis gefallen ist. Ich würde ihn mir so für 40.000 gerne kaufen wollen. Damit ich ein bisschen einschätzen kann, ob es dazu kommt. Aber wahrscheinlich muss ich mit Valero noch das ein oder andere Weekend League Spiel machen.
49.000, 50.000, da ist schon gefallen, wie es aussieht. Wie ist jetzt Bobo, ne? Nee, Bukovic? Nee. Wie hieß er denn jetzt? Brozovic. 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 Ja, ich muss noch einen Preis eingeben. 50.000 hat jetzt gerade gesehen. Gehen wir mal 49.000 ein. Okay, 49.250. Was soll's? 48, 7. Ja, da wird auf jeden Fall 40.000 fallen. Das heißt, die werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Die Frage ist nur, wann? Und wie viele spiele ich jetzt noch mit. Wie viele spiele ich jetzt noch mit Valero mach, ob es sich da lohnt, ihm einen Goldvertrag zu geben. Irgendwie sind die Preise alle ein bisschen gestiegen, kann es sein? Es ist immer noch billiger, das so zu machen, aber es ist auffällig. 1, 2. Eins, zwei, alle kosten 1, 2, 7 Verträge. Da muss es doch wieder einen manchmal eingeben, der hier mal billiger reinstellt. Komm. 10 Sekunden, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay. Dann schaue ich mal noch, ob es ihn für 1,3 mit deutlich mehr Verträgen gibt, weil das ist auch ein Torhüter, den ich jetzt auf jeden Fall erstmal länger spielen werde. 12 Verträge mit 1,3, das könnte sich. Ist das schon lohnenswert? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt auch gar nicht, was ein Goldvertrag kostet. Das ist das Problem. Oh, mit 23 Verträgen lohnt es sich aber auf jeden Fall. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. Da haben wir erstmal Ruhe auf der Torhüterposition. Das ist doch schon mal gut. So. Valero. Was hat der Valero gekostet? War da ein bisschen teurer schon? Können wir direkt nochmal nachschauen. Oder ist Valero auch so ein Kandidat? Also wenn wir Valero einfach nochmal kaufen können, weil er sowieso nichts kostet. Dann wäre das natürlich optimal. Ah, nee, er kostet mehr. Er kostet mehr. Okay, dann müssen wir ihm den Vertrag geben. Mann, diese Verletzungen. Hat er etwa schon Glove als Champions Freestyle? Ach krass! Oh mein Gott, und er hat so wenig gekostet. 23 Verträge für 1300 mit dem besten Champions Freestyle für den Torhüter, nämlich Glove. Positionsspiel, Ballsicherheit und Hechten mit verbessert. Und gerade bei ihm ist es natürlich am besten, weil Hechten 80, Positionsspiel 78, dass die beiden Sachen verbessert werden, ist halt. Ja, wichtig einfach. Geil! Oh mein Gott, mega Schnapper. Und den würde ich dann wahrscheinlich auch nicht direkt wieder verkaufen. Sollte ich ihn nach 22 Spielen immer noch spielen wollen, dann würde ich ihn natürlich nicht direkt verkaufen, weil er hat ja schon Glove. Sehr geil! So, Beakley, ja, den werde ich auf jeden Fall noch seine 12 Spiele spielen. Da kriegt er also einen normalen Goldvertrag. Und ich glaube, ich habe noch Silberverträge. Ich kann ja Valero einfach einen Silbervertrag geben. Also normaler Silbervertrag, ja. Oder ich gebe ihm einfach ein paar Bronzeverträge. Nee, das ist noch besser. Ich gebe ihm einfach ein paar Bronzeverträge. Weil die verbrauche ich eh sonst nicht. Und da kann ich ihm ein paar Spiele geben. So. Das reicht erstmal. Mache ich am wenigsten Verlust. Und jetzt spielen wir noch eine Runde. Sehr schön. Und wenn ich dran denke, gibt es dann noch. Gucke ich dann noch, was es für Einsteigeraufgaben zu erledigen gibt, die ich sofort erledigen kann, wie zum Beispiel Vereinsname ändern. Bestimmt gibt es dann auch noch Einsteigeraufgaben. Wechsel das Trikot, wechsel den Ball, wechsel das Stadion oder irgend sowas. So, gegen Yoga Bonito oder Hoga, falls es ein Spanisches ist. Ja, genau. Komm, wir spielen mit Dunkel gegen Dunkel. Hauptsache weiße Hose. Keine Interesse. Keine Lust. Vielen Dank. Moment mal, was haben wir denn hier von. Ach, wir haben hier noch Alaba. Müssen wir. Hä, Brosinski ist auch dabei. Ach, es sind, glaube ich, alle beide dabei. Fehlt irgendein Spieler? Ja, der neue Hector. Ich wusste es. Zum Glück habe ich nochmal nachgeschaut.
Aber werde ich dann das letzte Spiel natürlich in der Weekend League machen, da werde ich mir dann auch Aubameyang holen. Ich glaube, es gab noch irgendeinen Leihspieler. Es könnte sein, dass Keita auch als Leihspieler im Katalog zu holen ist. Aber mir geht es dann eher um Aubameyang. Ach, der hat das auch gemacht mit diesen vier Squad Battles und hat dieses Trikot dann direkt mal verwendet. Und der hat einen Inform. Wer ist das denn? Was? Ein Engländer? Ein bayerischer Engländer? Was? Der spielt bei Bayern München? Ein Stürmer? Was? Was? Der kann doch maximal in der zweiten Mannschaft für Bayern gespielt haben. Was soll denn das für ein bayerischer, also was soll denn das für ein Stürmer sein von Bayern München, der ein Engländer ist und der eine Inform hat? Ich bin gerade super verwirrt. Wer ist denn das? Also wenn ich dran denke, muss ich dann auch direkt mal nachgucken, wer das sein soll. Der ist mir ja komplett. Den habe ich gar nicht auf dem Radar. So, jetzt muss ich mich aber mal aufs Spiel konzentrieren. Scheiß auf den Spieler. Coman ist natürlich auch schon ein sehr guter Spieler, sehr schnell. Na, wie viele von seinen Berberspins will er denn noch machen? Hat zum Glück nicht geklappt. Bin gerade nicht gut im Angriff. Schade. Ich wusste, dass er dahin spielt. So, jetzt konzentrieren wir uns mal. Schöner Ball auf El-Sharawi. Schuster schon kam zu spät, weil er sich den Ball da irgendwie zu weit vorgelegt hat, keine Ahnung. Schön Astori gefoult. Oh, was war denn das? Egal. Macht nichts, macht nichts. Taktisches Foul war gut. Aber viel zu viel freier Raum. Jetzt haben die meine Spieler wieder Zeit, da sich zu sortieren. Und wir bekommen nicht mal die gelbe Karte. Das war eigentlich eine gelbe Karte, weil es ist ein taktisches Foul gewesen. Taktisches Foul ist immer gelb. Oh, El-Sharawi ist so schnell und er schafft es nicht, die Pace da mitzunehmen. Das war echt ärgerlich. Das hätte einfach so ein krasser Konter werden können. Und er nimmt halt einfach die Pace nicht mit. Schlechte Ballannahme. Das ärgert mich gerade, dass El-Sharawi das da so scheiße gespielt hat. Das ist aber eigentlich auch gelb. Und mein Spieler ist direkt verletzt, wie es aussieht. Ah ne, der ist wieder auf. Hat der Gegner Pause gedrückt? Jetzt können wir mal gucken, was der. Ne, hier nicht. Jetzt können wir mal gucken. Hier auch nicht. Jetzt können wir mal gucken, wie der.
Mir auch nicht. Jetzt können wir mal gucken, wie der Spieler heißt. Ah, Hunter. Ach so, ach so, ach so, ach so, ach so, ach so. Alex Hunter, das ist der Typ aus The Journey. Jetzt macht das Sinn. Ich wollte schon sagen, jetzt macht das Sinn. Und der spielt halt bei Bayern München, wie es aussieht, in seinem The Journey. Jetzt macht das Sinn. Ich wollte schon sagen, das kann doch gar nicht sein. Und anscheinend ist es dann automatisch eine Inform, der The Journey Hunter. Schade. Och, und es ist abseits. Schade, schade, schade. Macht auf jeden Fall immer kurz, wie es aussieht. Schön mitgelaufen und antizipiert. Das war halt klar, dass er da jetzt hinspielt. Da soll der Ball nicht hingehen, aber zum Glück kam er an. Hat auch immer mal wieder Stellungsfehler auf außen. Glück. Schwacher Pass von El Charabi, aber den musst du halt mit links spielen und er hat halt keinen linken Fuß, das ist das Problem. Deswegen will ich ihn ja eigentlich auch nicht da spielen, weil mir das nicht gefällt mit seinen vier Sternen, zwei Sternen auf dem schwachen linken. Es ist zwar optimal mit seinen starken rechten. Hat er Glück, dass er mich hier nicht foult. Es war optimal, wenn er mit seinen starken Rechten dann ins Tor abschließen kann, wenn er in die Mitte zieht, aber. Einfach wieder beschissen vom Verteidiger am Ball vorbeigerannt. Wir hatten so gute Chancen, dann haben sie natürlich wieder nicht gemacht und er, naja, was soll's. Aubameyang eingewechselt, bestimmt Leihspieler. Krass gesehen, okay, das war ein gut rausgespieltes Tor. Das war gut rausgespielt, weil das war einfach krass gesehen. Tja, so schnell kann das gehen. Wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht und jetzt steht es 2-0. Aber es ist nur ein 2-0, es ist FIFA 18, wir können immer noch das Spiel drehen. Wir haben es ja bisher noch kein 2-0 gedreht, aber es gibt ja immer ein erstes Mal. Und es wird auf jeden Fall passieren in FIFA 18, es sei denn, wir hören jetzt auf zu spielen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt mehr erwartet von El Charabi Schüsse mit rechts. Weil er hat halt diesen sehr guten Abschluss. Und wir hatten schon einige Chancen mit El Charabi und er hat bisher noch keinen einzigen so richtig geil reingemacht aus der Distanz. Wir schließen eigentlich immer mit dem steigenden Rechten ab. Gegner spielt auch besser als ich, würde ich sagen. Bisher. Hat auch ein paar mehr Abschlüsse gehabt. Das war natürlich total schlecht. Das war gut, aber bleibt nicht im Ballbesitz. Auch wieder total schlecht. Also ausgeführt einfach, was soll ich da machen? Pass war jetzt nicht so schwer. Och Mann! Was für ein dummer Tackle!
Naja, das war's dann, wenn es ein 3-0 ist. Wie gesagt, 3-0, also vielleicht noch ein Ausgleich, aber Gegner spielt einfach besser als ich. Hatte ich bessere Spieler. Und dann schießt er noch frech in die Mitte, ey. Aber gut, es ist eine Niederlage, wo ich nicht sagen kann, ich unverdient oder so. Noch ist es dann nicht vorbei, aber ich denke, das werden wir nicht gewinnen. Oder drehen. Tja, dieser Elfmeter war richtig scheiße. Dieses Tackle war einfach richtig kacke. Glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Haben natürlich auch wieder niemanden, der es drauf hat. 76. Ich habe auch keine Ahnung, wie man die treten sollte in FIFA 78. Dann nehmen wir doch den. Naja, da war komplett verkackt. Vielleicht sollte ich mir mal ein Tutorial anschauen. Ich glaube, solange wie ich keine habe, die es richtig drauf haben bei den Freistößen, ist es vielleicht besser abzulegen. Mach den doch rein! Da wäre es nochmal interessant geworden jetzt das 3-1, aber naja, ich habe eigentlich das Spiel schon abgeschrieben, wenn ich ehrlich bin. Mach mir da keine großen Hoffnungen mehr. Und ich spiele auch gerade nicht mehr so gut, muss ich zugeben. Also, da habe ich schon bessere Spiele abgeliefert in FIFA 18. Merke auch, dass ich relativ müde bin. Habe keine 8 Stunden geschlafen. Bin etwas kaputt. Habe eigentlich die ganzen letzten Tage keine 8 Stunden geschlafen. Und so langsam merke ich das. Also, es war jetzt kein krasser Schlafdefizit. Das war dann mal gut gespielt. Aber es waren halt immer so 7 Stunden circa und das ist mir einfach ein Tick zu wenig. Wenn es dann 3, 4 Tage am Stück ist, dann merke ich das schon. Das haben wir gut gemacht. Da waren wir wieder durch. Sah aber halt am Anfang nicht so aus und deswegen mache ich die Schusstäuschung. Naja, jetzt habe ich natürlich auch nicht mehr richtig mitgespielt mit meinen ganzen dummen Grätschen. Sollte klar sein. Wobei die eine Grätsche kam ja sogar und der Ball ist natürlich trotzdem bei Aubameyang geblieben. Aber schön, dass er sein Aubameyang-Leihspieler für eine Einwechslung verschwendet. Das ist halt auch krass. Das war eine geile Schusstäuschung. Meine Spieler sind ja auf totaler Angriff, das heißt, ich bin komplett offen. Und ja, das war mit Absicht. Ich glaube nicht, dass er in die Mitte schießt, aber ich bleibe in der Mitte stehen.
Es hätte einfach zu dumm ausgesehen, wenn ich jetzt wieder nicht in der Mitte stehen geblieben wäre, dann hätte zweimal in die Mitte geschossen. Was soll ich da machen? Ich meine, Aubameyang ist halt ein bisschen schneller, ne? Und ich glaube, man soll halt auch nie auf totaler Angriff gehen. Das ist in FIFA 18 einfach schlecht, weil man dann zu offen steht. Das muss ich mir auch merken, dass ich maximal auf sehr offensiv gehe. So, jetzt machen wir mal eine Runde. Ich spiele mit dem Tormann. War eher unspektakulär, aber okay. Stell dir mal vor, ich hätte bis komplett zum Tor durchgetribbelt und ein Tor geschossen. Wie geil das gewesen wäre. Fällt mir eigentlich geht es trotzdem mal auf weniger offensiv. Okay. Herzlichen Glückwunsch. War echt ein krasses Tor. Ehrentreffer. Wir schauen natürlich die Wiederholung an, warum nicht? Ach, war sogar noch abgefälscht, nice. Und Sommer war noch dran, aber wäre wahrscheinlich nicht ins Tor, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre. Berardi müsste sein erstes Tor gewesen sein. Aufholjagd, Freunde, Aufholjagd! Das können wir noch drehen! So, ich habe dann gedacht, wir schauen uns jetzt nochmal an, was es für Tagesaufgaben gibt. Und beim nächsten Mal muss ich wieder konzentrierter spielen. Es war auch ein guter Gegner, definitiv. Vielleicht mit so einer Beste, den wir bisher hatten im Ligasystem. Aber war definitiv ein machbarer Gegner. Also war jetzt nicht so überlegen, dass wenn ich mich 100% konzentriere, er nicht machbar gewesen wäre. Ich, klar, wenn ich jetzt hier meine beste Leistung abrufe, kann ich trotzdem verlieren. Das garantiert mir ja niemand, dass ich dann gewinne. Aber ich hätte mehr rausholen können. Er hat ja auch ein ganz gutes Team gehabt, teilweise besser als meins. Er hätte definitiv mehr rausholen können. So. Jetzt schauen wir. Ach, schon wieder eine Aufgabe. Ach so, Vorlage mit Spanien. Das ist ja schön, dass wir das jetzt auch noch erledigt haben. Aber das war eine Tagesaufgabe. Da gibt's eh nicht viel. Bronzeverträge. Freunde! Ich verstehe das nicht. Die bei EA, die müssen doch wissen, es spielt so gut wie niemand Bronze. Die scheiß Bronzeverträge bringen nichts. Da gebt mir doch wenigstens einen Silbervertrag. Also ein Silbervertrag ist mir doch lieber als vier Bronzeverträge. Meine Herren. Und es wäre ja auch nicht so, dass man, wenn man einen Silbervertrag kriegt, dann reich ist oder sowas. Also, das ist ja immer noch im Rahmen. Aber wenigstens sinnvoll. Da kann man wenigstens einem Spieler mal ein paar Verträge geben. So habe ich jetzt maximal mit einem Goldspieler vier Verträge. Also, ein Bronzevertrag ist ein Vertrag für einen Goldspieler. Und da habe ich dann, also, wenn ich jetzt die vier nehme, habe ich dann vier Verträge, die ich da quasi dem Goldspieler geben kann. Toll. Und es dauert noch ewig, weil ich jedes Mal einzeln diese Verträge einlösen muss. Benenne den Verein.
Passe deinen Namen an. Das ist sehr gut, weil ich will logischerweise dieses FC groß schreiben. Wie kann ich denn, wie kann ich denn? Nee, ich will oben im. Okay, dann löschen wir es eben, wenn es nicht anders geht. So, und jetzt will ich das eigentlich groß haben. Wie mache ich denn hier groß? FC. Abkürzung FC, hatte ich nicht FCP? FCP. Na, benenne den Verein, geschafft, Belohnung. Du hast diesen Preis für den Abschluss der Aufgabe FIWC Stadion. Was ist das für ein Stadion? Hat es kein Schatten? Dann nehmen wir das direkt mal. Stub Huber Center haben wir gerade. Das ist Rotz. Dann aktivieren. Kaufe ein Stück. Ne, das ist die Tagesaufgabe. Warum springt denn da wieder weg? Hallo. Formation. Ändere die Formation deiner Mannschaft. Die können wir dann wieder zurückändern, logischerweise. Formation abgeschlossen. So, Formation. Was bekommen wir da? Spielerfitness 60. Aber das ist eigentlich auch nicht wirklich geil. Aber da kriegen wir wenigstens Gold. Nice. Och, jedes Mal springe ich auf die Tagesaufgaben. Was noch? Absolviere eine Einzelspielerpartie. Spiele eine Foot-Einzelspieler-Saisonspiel. Eine Einzelspieler-Saisonspiel, absolviere ein Einzelspieler-Saisonspiel, erziele Vorträge in Einzelspieler-Saison und hol dir den Saisonabschluss, Münzen oder Belohnungen. Wenn ich das hab, dann bekomme ich ein Set, absolviere, kann ich quasi das Spiel anfangen und abbrechen, zählt das auch? Weil ich habe natürlich keinen Bock, das Spiel wirklich zu spielen. Das wäre doch mal eine Idee, das probieren wir jetzt direkt aus, ist mir scheißegal, wie lange die Aufnahme wird. Einzelspieler-Saison, wenn ich das richtig verstanden habe. Schade, dass das nicht als Squad-Battle mitgezählt hat. So, Anfänger, Einzelspieler-Saison. Aber gibt's nicht noch... Ist das... Hä? Moment mal. Ultimativ. Okay, wir gehen mal auf das. Saisonbelohnung auswärts. Ja, möchte ich. Also ich möchte eigentlich nicht, aber ich mach's. Partie spielen. Ich will nur wissen. Wir haben jetzt natürlich Verträge los, fällt mir gerade ein, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, mir schnell nach einem Bronze-Team deswegen zusammenzubauen. Ich scheiße es mal auf diesen einen Vertrag. Obwohl es eigentlich gerade am Anfang ein bisschen dumm ist, Verträge zu verschwenden. So, die anderen haben volle Fitness. Ja, wir machen es jetzt einfach so. Scheiß drauf. Pass auf, dann breche ich ab und es zählt nicht. Ich weiß es nicht, ob es zählt. Mal schauen. Mein Modifikator wird natürlich schlechter werden, denke ich. Skill Game. Oh, das ist aber sehr schwer. Aber so gut wie kein Platz hier. Natürlich als Niederlage gewertet, ist mir schon klar, ist mir auch egal. Es hat nicht gezählt, oder? Ah, scheiße. Ah, es gibt halt immerhin Goldpack. Absolviere eine Einzelspielerpartie, spiele eine Foot Einzelspieler Saison spielen, erziele. Was gibt's denn danach, wenn ich das in die nächste Kategorie rutsche? Chemieverbesserung, schließe zum Freischalten der Vereine, Vertragsverlängerung, Team der Woche Challenge, Vertragskauf, okay.
Ja, weiß ich nicht, ob ich das irgendwann dann mal spiele, dieses Spiel, um einfach. Jetzt haben wir eine Niederlage mehr, das ist natürlich schade. Ob ich das Spiel mal irgendwann spiele, nur um dieses Set zu bekommen. Mal gucken. Das wird ja auf Garantie auch ein einfaches Goldset sein. Naja, egal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.